Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema NGJS Ereignisdirektiven. In diesem Video möchte ich ein paar, ich nenne sie einfach mal Ereignisdirektiven von NGJS vorstellen. Bei diesen Direktiven wird bei einem bestimmten Event, Ereignis, eine Funktion, eine Berechnung ausgeführt. So zum Beispiel die Direktive NG-Click. Bei einem Klick wird hier bei diesem Beispiel die Berechnung P ist gleich P plus 1 durchgeführt, wobei durch NG minus init der Variable P am Anfang der Wert 0 zugewiesen wird. Jedes Mal, wenn ich auf den Button klicke, wird der Wert von P um 1 erhöht. Das ist jetzt meine Webseite. Neu laden und jedes Mal, wenn ich jetzt hier auf den Button klicke, gibt es eine neue Zahl. P wird um 1 erhöht. Mehrere Berechnungen werden durch ein Semikolon getrennt. So kann ich jetzt hier noch zum Beispiel eine weitere Variable hinzufügen. Die nenne ich einfach mal m und die hat am Anfang den Wert 0. Und die neue Berechnung m ist gleich m minus 1. Und dann noch hier die Ausgabe der Variable m. Zahl minus und Variable m. Das Ganze speichern und so sieht die Ausgabe dann aus. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hier klicke, wird p um 1 erhöht und m um 1 verringert. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch andere Events, andere Ereignisse. So zum Beispiel der Doppelklick. NG-DBL-Klick. Speichern, Seite neu laden. Und jetzt geschieht das Ganze nur, wenn ich einen Doppelklick mache. Ein einfacher Klick reicht dazu nicht aus. Für die Tastatur gibt es die Event-Direktiven ng-keydown, ng-keypress, ng-keyup. Für die Maus existieren die Event-Direktiven ng-mousedown, ng-mouse enter, ng-mouse leave, ng-mouse move und ng-mouse over und ng-mouse up. Des Weiteren wird bei einem Ereignis ein Event-Objekt erzeugt. So ist es auch möglich zu bestimmen, welche Taste denn eigentlich gedrückt wurde. Speichern, Seite neu laden und Taste drücken. Das war User Power von Room Screencast. Ciao und viel Glück.